Hi Leute, ich wollte eigentlich gerade das Intro drehen, aber da bin ich einfach trotzdem losgefahren und deswegen drehen wir das Intro jetzt einfach, obwohl wir noch gar nicht wissen, was wir bestellen. Nee, es wird jetzt auf Druck. Und willkommen zu einem neuen Video, zu einem Mukbang. Sehr viele Leute haben da auf diesen Moment gewartet. Unser Special Guest, Sophie. Wir sind auf dem Weg, oder wir sind gerade bei Burger King in dem Drive-Thru. Und wir werden jetzt ein bisschen was bestellen. Was bestellen wir denn? Du bestellst Halloumi-Burger. Ja. Was ich früher gegessen habe, als ich Fleisch gegessen habe, war Long Chicken. Der war... Chicken Burger. Nee. Aber das ist lecker. Nee, ich glaube, wir haben ein bisschen unterschiedlichen Geschmack. Oh. Nee, ich esse wieder irgend so einen Bacon Cheeseburger oder sowas im Menü. Okay. Ja doch, das sehe ich doch da vorne. Boah, irgendwie sehe ich da gar nichts. Ich glaube, ich muss mal nochmal meine Augen checken lassen. Ich habe meine Kontaktlinsen immer noch nicht angezogen. Dein Ernst? Leute, ich trage meine Monatslinsen schon seit... Scheiße, das bestelle ich schon, gell? Ja. Hallo! Ein kleiner Mensch. Okay. Es gibt da auch dieses neue Eis. Das probieren wir heute übrigens auch aus. Magst du Nuggets? Ja, können wir auch ausprobieren. Okay. Aber isst doch gar nicht. Ne? Es gibt Plant-Based Nuggets. Nee, die sind Soja-basiert. Die kann ich nicht essen. Echt? Die sind Soja-basiert? Mhm. Soja ist auch Plant. Das ist nämlich immer mein Ding, weil das wollte ich wirklich mal ausprobieren. Mhm. Weißt du? Vegetarische Nuggets. Aber das ist immer alles mit so viel Soja. Aber es gibt auch welche von so einer anderen, die machen das mit... Hallo, hi, ich hätte gern einmal ein Halloumi-Burger ohne Tomate, bitte. Ein Pommes-Menü. Im Menü, bitte. Ja. Mit Pommes. Ketchup und Mayo dazu. Und eine Cola Zero. Ja. Und dann das nächste Menü habt ihr so einen Bacon Burger. Bacon Cheeseburger. Ja, haben wir. Dann nehme ich so einen im Menü, auch mit Pommes. Auch eine Cola Zero. Auch eine Cola Zero, auch Ketchup Mayo. Dann 4 King Nuggets und 4 Plant-Based Nuggets. Plant-Based Nuggets wären 6er und 9er. Ach so, dann keine. Und dann... Okay, dann doch die 6er, Entschuldigung. Okay. Und dann nehmen wir 2 Eis. Einmal mit Oreo und Schoko und Karamellsoße. Zweimal. Und noch 2-mal Süß-Sauer-Soße, bitte. Wir machen uns hier Freunde, Leute. Warum hast du das abgefahren? Ich weiß auch. Das ist immer das Witzigste, das sag ich immer. So in Amerika sagen die immer, hi Han, how are you doing? What's your order? Und hier ist so, hallo. Wobei bei Mike sind sie manchmal auch nett. Selten. Ganz kurz, wie sagst du bitte Cola Zero? Ich habe mich hier gar nicht mehr eingekriegt. Ja, wieso Cola Zero? Guck mal, ich sag Cola Zero. Was habe ich gesagt? Cola Zero. Mach nochmal schnell. Sag mal. Cola Zero. Cola Zero. So sagst du das. Cola Zero. 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 Ja, das heißt doch Zero. Du sagst es aber anders als ich. Du sagst Zero und ich sag Cola Zero. Ach so. Und was jetzt richtig? Ich weiß es nicht, aber es hat mich auf jeden Fall amüsiert. Und es klingt, als würdest du es ganz schnell sagen müssen. Deine Cola Zero? Leute, wir sind in Birthday Preparation. Ich bin tatsächlich auch richtig hyped. Ja. Deswegen ist es eine gute Idee, wegzufliegen. Wir sind alle viel mehr hyped. Das haben wir denen noch gar nicht gesagt. Ihr habt es jetzt erst gehört. We are going away from my birthday! Und wir haben tatsächlich schon Transport, sag ich jetzt mal, gebucht, damit noch nicht so viele Hints was hingeht. Transport. Ja, wie ihr wisst, letztes Jahr habe ich mäßig auf meinen Geburtstag und die ganze Zelebrierung verzichtet wegen dem 99-Launch und so weiter. But this time of year, we are going all out. Okay, also wir haben uns entschieden, auf dem Burger King Parkplatz jetzt einfach ganz ranzig zu essen. Ja, muss ja auch zusammenpassen. Genau. Wir zeigen euch jetzt erstmal, was wir hier bestellt haben. Das ist so das Ritual. Bevor man Mukbang startet, muss man sagen, wo man was zu essen geholt hat und was man isst. Fangen wir an mit Getränken. Wir haben beide eine Cola Zero. Als Nachtisch haben wir King Fusion
unserer McFlurry-Bestellung, basically. Oreo. Nee, wir nehmen nie Warte, Oreo. Warte mal, wieso ist da Oreo drauf? Weil du es bestellt hast. Was? Ich habe Oreo gesagt. Du hast 50 Mal Oreo gesagt, bestimmt. Bist du lost? Lava. Du hast gesagt, wir nehmen das Oreo mit bla und dann hat sie nochmal gefragt und sie so, hast ja, du Oreo? Hast du Oreo gesagt? Ich habe gar nichts gesagt, ich habe gesagt, du bestellst einfach. Und du hast dich fünfmal geholt. Ich wollte Smarties. Du hast nicht nur einmal Oreo gesagt, weil sie hat sie auch nicht verstanden. Dann hast du es immer wieder erklärt und du hast immer wieder Oreo gesagt. Wieso hast du nichts dazu gesagt? Ich fand es jetzt keine schlimme Idee. Okidoki. Ich habe nicht gedacht, dass du es siebenmal sagst und dir dabei unsicher bist. Kennt ihr das nicht, wenn ihr irgendwas gerade am Schreiben seid und dann hört ihr irgendwas und dann schreibt ihr das, was ihr gehört habt? Ja, ich kenne das, aber... Hast du nicht irgendwas mit Oreo gesagt? Nein, überhaupt nichts. Ich hab einfach gesagt, du bestellst dann, ne? Ich höre schon Stimmen, Leute. Oh mein Gott. Okidoki, also, wir fangen mal an, hier rauszuräumen. Mhm. Pommes. Das ist Sauersoße für die Nuggets. Wir bräuchten hier eigentlich so einen Tisch. Boah, so ein ausklappbares Tray. Ja. Wie für die Badewanne. Mhm. Pommes und Ketchup. Nochmal Pommes. Ich glaube, das sind die normalen Nuggets. Deine Plant-Based Nuggets, das probiere ich auch mal ein. Dein Halloumi-Burger. Und mein Bacon-Cheeseburger, der ist irgendwie klein. Mhm. Ja. Sonst fahren wir noch eine Runde. Wir essen erstmal. Ja. Willst du ein paar Servietten? Ja, kann nicht schaden auf jeden Fall. Ich esse nie Burger King. Eigentlich ist das voll Berkay und mein Ding. Mhm. Er meinte, weil ich vorhin so viel meinte, was sollen Sophie und ich bei unserem Mukbang essen? Und dann meinte er so Burger King. Ich war so, jetzt sitzen wir hier bei Burger King. Eigentlich musst du den ersten Biss machen, weil der ist am besten, weil da ist jetzt noch so Salat, Halloumi und Soße. Sophie hat noch nie den Halloumi-Burger gegessen. Schmeckt gut, aber ein bisschen boring, oder? Hast du irgendwas runtergestellt? Ja, Tomate. Echt nur Tomate? Ja. Aber du hast keine Zwiebel gegessen. Du hast gerade an der Zwiebel Ja, aber ich meine so soßentechnisch. Ich finde, da könnte ein bisschen würzigere Soße drauf irgendwie. Boah, den findest du geil. Du magst es so, gell? Mhm. Bist du so jemand, der so Barbecue-Soße... Ja, für mein. Da hab ich ja raus. Doch, ich liebe so Barbecue- und Steak-Soße und sowas. Echt? Du ja, und Dennis haben heute Burger gemacht. Und der hat so eine perverse Cocktail-Spicy-Mayo-Soße gemacht. Die war echt krank. Siehst du, und Cocktail-Soße finde ich mega eklig. Also unsere Geschmäcker sind sehr verschieden. Merkt man gerade. Aber auch nur da. Ansonsten keine Tomate, keine Avocado. Ja, da sind wir uns echt wirklich sehr ähnlich. Können wir mal mit ein paar Fragen anfangen? Können wir immer so machen, ich mache eine Frage, du machst eine Frage. Seit wann kennt ihr euch? Die Zahl ist mir jetzt nicht direkt eingefallen. Ist es 2016 oder 2017? 2015? Bist du lost? 2015? Ja. Mhm. Laber. 2016 schon Abi gemacht, Caro. Wow. Also 6 Jahre, oder? Im September 6 Jahre. Mhm. Habe ich ja jetzt mal so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hm? Hart. Okay. Ich weiß aber auch nur, weil ich immer weiß, es war auf jeden Fall vor meinem Abi. Ja, okay. Hm? Ich habe irgendwie gedacht, 2016 oder 2017. Nee. Aber das macht auch irgendwie gar keinen Sinn, weil... Nee. 2018 habe ich ja schon Abi gemacht. Inwieweit habt ihr euch durch Corona verändert? Hm. Wir können es dann auf unsere Freundschaft beziehen. Mhm. Inwieweit hat Corona unsere Freundschaft verändert? Also ich würde sagen... Durch Corona oder durch die Zeit, wir sind eigentlich noch enger geworden. Mhm. Also wir verbringen noch mehr Zeit miteinander. Mhm. Also klar, seitdem du sozusagen mit uns an 99 arbeitest, sehen wir uns sowieso halt öfter. Ja. So, aber generell sehen wir uns einfach viel öfter. Ja. Also morgen dann 4 Tage in Folge. Ja, genau. Also wir arbeiten halt nicht nur zusammen, sondern wir chillen halt auch. Wir müssten auch sehr viel aus. Ja. Und da gibt es immer viel zu tun. Deswegen würde ich generell sagen, wir sind eigentlich noch closer geworden als sowieso schon. Mhm. Und für uns war das eigentlich so perfekt. Ja. Ja. Oder? Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, vorher waren wir halt befreundet und haben halt viele Sachen auch unternommen. Mhm. Mehr. Wir haben mehr Sachen gemacht. Ja, klar. Also nicht mehr Zeit verbracht, sondern... Ja, aber auch jetzt, wo man Sachen machen könnte. Weißt du? Wir haben früher einfach prozentual... auch unabhängig von Corona mehr gemacht. Also sowas wie abends in eine Shisha-Bar gehen. Mhm. Krass, dass wir mal der Ketchup-Mayo haben, ne? Nee.
Nee, ich würde sagen, seitdem machen wir viel mehr so Family-Chillen. Hm? Ja, würde ich auch sagen. Also ich, aber generell sind wir auch durch Corona vielleicht ein bisschen auch entspannter geworden. Also vielleicht mehr so Family-Stuff. Oder? Ja. Ja, ja, ich meine so, dass man einfach auch gar nicht mehr, weil man sich so ein bisschen abgewöhnt hat, dass man nicht mehr so auf den Kreuz erstmal was machen. Die Hemmschwelle ist ein bisschen größer. Hm? Man muss auch sich mal dran erinnern, als ich in der Abi-Phase war, also so 2017, 2018, Leute, wir sind unter der Woche um 22 Uhr noch in eine Shisha-Bar gefahren. Und das war schon noch so eine halbe Stunde Weg, so. Also, das stimmt, ja. Da waren wir auf jeden Fall wilder als jetzt, muss man. Viel wilder. Aber man muss auch sagen, vor Corona, das war ja 2019, da waren wir beide nach langem mal zur selben Zeit Single. Und dann waren wir halt so oft unterwegs. Ungefähr so 2 Monate. Ja. Hattet ihr schon mal so richtig Streit? Nee. Nee. Noch nie so richtig. Mm-mm. Oder? Mm-mm. Ich streite aber auch nicht so richtig. Das stimmt. Außer es ist wirklich was. Ja. Was richtig Ernstes. Aber das hatten wir nicht. Streite ich nicht richtig. Mm-mm. Ich glaube, mit mir kann man sich nicht so gut hochschaukeln. Ja. Aber hätte ja auch mal sein können, dass du irgendwie sauer auf mich wärst. Weshalb denn? Deswegen ja, gibt's nicht. Ja. Also nein. Wir zicken uns vielleicht auch mal an. Aber nee, aber nicht richtig zicken, sondern das ist dann eher so, okay, man weiß, die Person ist jetzt gerade so ein bisschen gereizt. Wir sind gerade einfach ein bisschen abgefuckt. Ja. Aber das ist nie so, boah, du hast mal das und das gesagt. Mhm. Nee. Gar nicht. Gar nicht. Ja. Gerade so eine geile Frage. Die nehmen wir jetzt nicht als meine ernste Frage. Wenn ihr ein Duschgel wärt, wonach würdet ihr riechen? Mm, das ist eine coole Frage. Ganz witzig. Nicht nach Blume. Nicht so Oma-rosig. Nee. Oh, oh, so Bodyshop-Rose. Keine Ahnung, ich habe keine Antwort. Meine instinktive Antwort ist was ich einfach nur lecker finde. Was Männliches. Ist deine Antwort, nicht meine. Mhm. Aber das ist ja vielleicht nicht unbedingt so, wie ich riechen würde. Als okay, Duschgel. Was denn? Aber ich würde so denken, so was Zitroniges, so was Frisches. Echt? Mhm. Oh, ich finde Zitrone irgendwie als Duschgel nicht so geil. Oh, doch, ich mag alles so. Ich mag so diese Zitrusdüfte beim Waschen und so. Hm. Weil ich finde, manchmal haben Männer so einen säuerlichen Schweißgeruch, der so ein bisschen zitronig ist. Mhm. Siehst du nicht so? Nee, relate ich gerade gar nicht. Kommentiert mal, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin so richtig zwiebelig. Okay, es gibt alle Kinds of Schweißgerüche. Aber, okay, ich gehe jetzt nicht zu sehr in die Materie. Schon aber es gibt ja auch so Zitrusgerüche, die so riechen wie so Klo. Desinfektionszeug. Ja. So. Und es gibt so lecker Zitrus. Schon eher so lecker. So ein Duft, den du benutzt, nachdem du so mal richtig auf Toilette warst. Ja. Ja, oder wie diese Reinigungs... Sachen riechen. Das jetzt eher weniger. Ich würde wie Baccarat Rouge riechen. Wie Männerduschgel. Ja, ich benutze kein Männerduschgel. Ich benutze tatsächlich eins mit, ich glaube, Grapefruit. Siehst du? Das ist auch zitrusig. Ja, aber das ist auch irgendeins. Ha, mal eine andere Frage, eine kreative. Die nehmen wir jetzt nicht als meine ernste Frage. Was für eine Rolle hat Sophie bei 99, weil man sie häufiger mit dir arbeiten sieht? Also es gab auch generell viele Fragen über, was du machst bei 99, bezahlen wir dich. Ich mach's alles for free. Einfach nur, weil es Spaß macht. Keine Ahnung, was mache ich denn so genau? Ja, so eigentlich alles, was ich mache, machst du mit. Ich mache einfach alles ein bisschen mit. Ja, also Sophie ist sozusagen meine halbe Gehirnhälfte bei 99. Also nehmen wir mal an, ich habe eine Idee. Dann setzen wir uns hin, arbeiten die Idee aus. Mhm. So vom Anfang bis Ende. In jedem Schritt involviert. Was könnte man da machen und so? Ja, Alle Samples, alle Schnitte, alle Farben, alle Styles, alle. Alles. Alles. Ja. Ja. Weil bei mir ist es so, ich vergesse relativ viel. Und dann weiß ich immer, dass Sophie es noch im Kopf hat. So. Manchmal. Ja. Mhm. Doch, in 90% der Fälle. Ja, aber nicht immer. So kann man sich das gut vorstellen. Ja. Boah, wisst ihr, wie lange ich kein Fastfood mehr hatte? Ich wollte eigentlich bis zum Urlaub mich snatchen, aber jetzt habe ich meine Tage und jetzt drehe ich hier das Mukbang. Mega. Einfach, warum ist Sophie so negativ eingestellt? Weiß ich auch nicht. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Du bist eigentlich null negativ eingestellt. Kommen wir aber vielleicht drüber. Das kann sein, aber ist sie nicht. Also in den meisten Situationen
bist du eher der positivere Part von unserer Seite, wo ich wieder am Overthinking in Timbuktu bin und du bist so, hallo. Du denkst schneller an das Schlimmste, ans Worst-Case-Szenario. Es gab auch Sternzeichen-Fragen. Mhm. Ja, komm, dann machen wir einfach eine von diesen 80 Fragen, wo gefragt wurde, was unser Moon und Rising und bla 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 ist. Hauen sie mal raus. Also, mein Mond ist Krebs. Ich hab's gerade fast durcheinander gebracht. Und mein Aszendent ist Skorpion. Und mein Sternzeichen? Und mein Sternzeichen ist Löwe. Ja. Mein Sternzeichen ist Jungfrau. Mein Aszendent ist Widder. Und mein Mondzeichen ist Wassermann. Das beschreibt es dann auch, würde ich sagen. Ja, eigentlich schon. Und ich habe eine Frage gesehen, mit welchen Sternzeichen kommen wir gar nicht klar? Ihr wisst, meine Liebe zu Geminis. Ich musste das gerade einfach sagen. Ja, aber das stimmt aber eigentlich das stimmt, auch nicht. Ja, es stimmt auch einfach nicht. Weil du kennst super viele Geminis, mit denen du klarkommst. Ja. Und die du auch teilweise magst. Ja. Sogar eine sogar sehr. Vivian, Shoutout an dich. Stier, Männer. Nicht so mein Ding. Aber das heißt nicht, dass es nicht Stiermänner gibt, die ich auch mag. Steinbockmänner mag ich nicht. Kenne ich irgendwie nicht. Ich finde Steinbockmänner so besserwisserisch. Und die sind so sure on a whole nother level. Das ist mir zu anstrengend. Vor allem auch so rechthaberisch und so. Aber was man bei Sternzeichen-Talk nie vergessen darf zu sagen, es ist das ganze, große Ganze. Weil wenn man Sophie zum Beispiel ihren Chart anschaut, dann sieht man, dass du so krass Wasser auch dominiert bist, obwohl dein Sternzeichen... Ich bin eigentlich genau 50-50. Ja, ja. Aber wenn man hört, okay, du bist Löwe, dann denkt man an das, die typischen Löwe-Eigenschaften, die eigentlich gar nicht auf dich zutreffen. Mhm. Weil die Sachen zum Beispiel mega dominierend durch das Wasser ist. Ja. Ja. Ich würde sagen, von Löwe trifft eigentlich nicht so viel zu. Außer, dass du... Ich bin extrovertiert, ich liebe Menschen grundsätzlich. Bist gerne unterwegs, gerne unter Menschen. Ja. Ja. Und es gibt so manche Löwen, die so extrem aufmerksamkeitsgeil sind. Aber so richtig, so ein bisschen wie Geminis. Weißt du, so ein bisschen so, die machen so verrückte Dinge und dann stehen sie... So auf den Tisch tanzen und alle gucken mich an. Genau. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ja. Ja. Das ist gar nicht mein Ding. Mm-mm. Ich mag Aufmerksamkeit von einer Person, so one-on-one mag ich sehr, wenn mir jemand viel so Aufmerksamkeit gibt und Liebe schenkt und so. Aber nicht in so einer Gruppe. Also es finde ich nie so geil, in so einer Gruppe zu stehen und alle gucken einen an oder irgendwie so. Finde ich ganz schlimm. Vor allem, wenn es auf Video ist und man sich es am nächsten Tag anschaut. Im Club. Genau. Ich glaube, da haben eh alle weggeguckt. Bei mir ist es so, ich würde schon sagen, viele Jungfrau-Traits treffen auf mich zu. Aber ich würde sagen, so ein Klischee-Ding. So viel, finde ich, trifft da gar nicht zu, oder? Ja, schon viel, aber jetzt nicht alles. Also was auf mich zutrifft, ist, dass ich so ein organisierter Mensch bin. Bin perfektionistisch. Ich bin sehr judgy, was mich betrifft. Ich bin sehr judgy, was andere Leute betrifft. Ich bin sehr nachtragend. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das ist so nicht mehr so auffällig, wenn man dich gut kennt. Was denn? Was du gerade aufgezählt hast. Judgy? Ich habe das Gefühl, die Virgo-Traits sind auffälliger, wenn man dich nicht so gut kennt. Ja, das kann sein. Desto intensiver man sich kennt, desto mehr bist du für mich eher Widder. Dieser Mix aus Widder und Wassermann. Bin nicht so happy mit meinem Aszendenten, aber, aber ich mag das. Aber es macht sehr viel Sinn, weil typisch für Widder-Aszendenten ist zum Beispiel, die übernehmen gerne die Leader-Rolle. Die sind auch gerne... Was denn? Wir sind auch sehr nachtragend. Ja, auch sehr. Warum bin ich so nachtragend? Auch so dieses, ich nehme es jetzt in die Hand, ich mach's, weil ich kämpferisch will. Vor allem, finde ich, einfach in Sachen. Ja, alles ist ein Kampf. Alles ist ein Kampf. Es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer. Ja. Schwäche zeigen ist nicht so ein gutes Ding von mir. Das ist auch so ein bisschen so Jungfrau und Widder-mäßig. Das spielt in sich so rein. Ja. So, Hilfe suchen ist wie Schwäche zeigen. Das ist eigentlich mega schlimm, sowas überhaupt auszusprechen. Aber es ist irgendwie ein bisschen so. Wir haben die Konversation schon oft gehabt. ja, und weil viele gefragt haben, ne, als ich mal auf Insta darüber gesprochen habe, mein Mondzeichen ist Wassermann. Das ist an sich kein emotionales Zeichen für Gefühle und Streitsituationen. Aber voll viele meinten, aber du kommst immer voll emotional rüber. Aber das Ding ist,
ja, ich weine schnell. Also was heißt schnell? Aber in gewissen Situationen so. Aber ich bin eigentlich viel rationaler. Da haben wir letztens nämlich immer drüber gesprochen, weil Sophie ist ja Krebs vom Mond. Da würde ich schon sagen, du bist sehr emotional. Ich bin sehr emotional, ja. Ja. Ich zeig's auch nicht so gerne anderen, aber ich bin auch sehr emotional. Ja. Ich weiß nicht, früher, als wir noch nicht so gut waren. Jetzt kommt's. Da wusste ich noch so eine Zahl. Fast aufs 99-Ding. Aber auch nur fast. Mhm. Da gab's so eine Zeit, wo ich wusste, dass es dir nicht so gut geht. Und ich meinte auch so zu dir, du kannst mit mir auch drüber reden und bla bla bla. Aber hat sie nicht. Ich mag es nicht. Ja. Und ich habe den Moment gespürt in unserer Freundschaft, wo ich wusste, okay, das wird also fester, als du mit mir drüber geredet hast. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich rede trotzdem nicht gerne drüber mit niemandem. Ich nicht. Also ich erzähle dann schon die Sache, aber in dem Moment, wo ich super emotional bin, will ich nicht drüber reden. Ah. Weißt du, eher so. Aber ich bin mal so, mal so. Manchmal bin ich dann so abgefuckt, dann bin ich so, oh, das fuckt mich jetzt gerade so ab, bla 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 bla. Und in anderen Momenten bin ich so... Okay, jetzt denke ich aber auch direkt an negative Emotionen. Ach so, ja. So. Könnte ja auch was anderes sein. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass ich besser darin bin, meine Emotionen über andere zu zeigen, als über mich selber. Hä, wie über andere? Also zum Beispiel, ich kann eher dann ich kann meine Emotionen mit Situationen mit anderen weniger zurückhalten, als wenn es um mich geht. Also wenn es mir schlecht geht, dann kann ich das besser... Ah ja, verstehe. Weißt du? Oder auch wenn es was Schönes ist. Mhm. Alle meine eigenen Emotionen kann ich so besser in mich reinziehen. Mhm. Und die zwar sagen, aber das nicht so krass zeigen. Also das fällt mir schwer sogar eher, würde ich sagen, das zu zeigen. Mhm. Aber wenn es nicht was ist, was nur um mich geht, dann ist es gar kein Problem und dann kann ich es auch nicht zurückhalten. Also zum Beispiel, wenn du weinst, weine ich direkt mit. Ja. Aber wenn ich in der gleichen Situation wäre, würde ich sehr stark daran arbeiten, nicht selber zu weinen. Ja, verstehe. Weißt du, irgendwie so. Ich kann es nicht so ganz erklären. Doch, aber ich verstehe. Aber als wir zum Beispiel letztens analysiert haben, nehmen wir mal an, unsere Beziehung endet jetzt. Unsere Beziehung vor allem. Ja, nicht unsere Beziehung, sondern die Beziehung mit unserem Partner. Ach so, okay. Endet jetzt. Mhm. Wir hatten so übelst den Deep Talk an dem einen Abend, wo wir so 10 Minuten Bachelorette geguckt haben und dann aufgehört haben, so wie letztes Mal. Probier mal so ein Plant Nugget. Mhm. Und dann haben wir so über Breakups gesprochen und wie wir unterschiedlich mit diesen Breakups umgehen würden. Zum Beispiel ich... Ich find's so geil, wie du kaust. Schmeckt anders, aber... Ich kann es jetzt nicht so genau einordnen. Aber ist nicht schlimm, ne? Nö, überhaupt nicht schlimm. Ja. Da meinte ich so, nee, da meintest du, du würdest weinen und traurig sein, weil du die Person vermissen würdest oder irgendwie sowas. Und ich wäre traurig und würde weinen, weil ich wüsste, dass für mich hier Zeitverschwendung wäre. Ja, ja. Also du hast sehr intensive Emotionen. Ich würde sogar sagen, du hast intensivere Emotionen als ich. Ja. Aber über ganz andere Sachen. Mhm. Also in der gleichen Situation... Empfinden wir es ganz anders. Ja, wäre ich auch emotional, aber ich kann es noch besser vielleicht verstecken. Mein Gesicht sagt alles. Ja gut, ich kann es auch nicht ganz verstecken, aber ich kann es besser ein bisschen drin halten, dass ich es nicht so rauslasse. Und du kannst es gar nicht drin halten, aber dann weint Caro und dann sagt sie so Sachen wie, boah, da kriege ich ja wirklich die Krise. Was hast du letztens Mal schon gesagt? Mir fällt nichts ein. Aber wenn jetzt sowas wäre, so, ja, dann würde Caro sagen, jetzt habe ich so viel Zeit verschwendet. Was ist das denn für ein scheiß rationaler Grund, um so schlimm zu weinen? Weil man weint ja eigentlich, weil man traurig ist. Und du bist nicht gut darin, einfach zu sagen, ich bin einfach traurig. Nee, das wird dann so verortet. Ich habe meine Zeit verschwendet. Ich habe das und das gemacht. Das wurde nicht appreciated. Das war so unnötig. Das sind so sehr rationale Gründe. Und deshalb fühlst du sehr intensiv. Und ich würde sagen, ich habe gar keine rationalen Gründe. Und ich würde sagen, ich fühle schon auch intensiv, aber... Du hast mehr Feminine-Energy-Dings, ne? Nein. Hast du mehr Masculine? Mhm. Aber ich habe auch mehr Masculine. Oder? Nee, ich glaube, du hast mehr Feminine. Es gibt so eine App, die wir benutzen. Also einmal Coaster. Da kannst du sozusagen die ganzen Sternzeichen reinsetzen. Und dann kannst du gucken, wie du mit anderen kompatibel bist. Und dann gibt es so eine App, die heißt Charts.
Und dann kannst du sehen, was so dein dominantestes Zeichen ist und was so am dominantesten bei dir ist. Bei mir sind es genau 46% Feuer und 46% Wasser. Genau gleich. Bei Berka ist es so. Nein, ich habe 57,1% Masculine und 42,9% Feminine. Hm. Aber ich würde sagen, das Masculine ist bei mir das ganze Dominante. Das ganze Dominante und Selbstbewusste. Hm. Und die Feminine Traits sind die ganzen Feelings. Hm. Aber ich fühle überhaupt nicht aus rationalen Gründen. Ich finde das sogar Quatsch. Tja. In solchen Sachen sehen wir uns so unterschiedlich. Ja. Wie Tag und Nacht. Vor allem, ich finde es geil, weil wir würden auf Situationen gleich reagieren, aber denken ganz anders über die Situation. Ja. Also wenn irgendwas ist und einer weint, und dann denke ich, und zum Beispiel du weinst, dann denke ich mir so, boah, da würde ich auch so weinen. Und dann sagst du mir Gründe, warum du gerade weinst. Ich denke, hä? Da würde ich ja überhaupt nicht deswegen weinen. Mhm. Du bist auch rachsüchtiger als ich. Mhm. Ja, letztens, weil ich gesagt habe, er ist ein toter Mann, ne? Ja. Oder generell, du wandelst gerne, wenn du verletzt bist, wandelst du das in Wut. Ja. Und ich wandle nichts in Wut. Aber ich mach's dann nicht, ne? Also. Nein, aber du verbalisierst das in Wut. Ja. Wenn du eigentlich traurig bist. Ja. Ja. Und ich bin eigentlich nie wütend. Ich finde wütend sein irgendwie anstrengend. Und unnötig. Was bringt mir das? Me every day, all day. Wie erkläre ich meiner besten Freundin, dass ihr Freund ihr nicht gut tut? Schwieriges Thema. Würde ich nicht machen. Sag ich ehrlich, würde ich nicht machen. Weil, wenn die jetzt von einem Problem erzählt, also nicht gut tun ist ja jetzt sehr... Geht's? Ich glaube, ich habe die Cola falsch reingelegt. Ja, ja. Das, wir wissen ja jetzt nicht, was da ist. Ja. Es gibt ja jetzt unterschiedliche Sachen mit nicht gut tun. Es gibt schlimme Sachen mit nicht gut tun, wo man auf jeden Fall einschreiten muss und was sagen muss und keine Ahnung was. Und dann gibt es aber so Sachen, ich finde, der tut dir nicht gut und stört mich, weil die geht deswegen nicht mehr mit mir raus oder macht dies nicht oder das nicht, ja? Ja. Und dann stimmt es zwar vielleicht, dass der ihr nicht gut tut, aber das bringt überhaupt nichts, das der Person zu sagen. Einfach so dahin zu gehen und zu sagen, ich wollte mal mit dir reden, ich finde, der tut dir gar nicht gut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige Verständnis zeigt und sagt, oh, verstehe ich oder so. Nee, derjenige wird sich angegriffen fühlen und die Situation sogar noch eher verteidigen und dann eher gegen dich schießen. Also ich glaube, das bringt gar nichts. Wenn überhaupt, ist nur, wenn derjenige sich dir anvertraut, dann kannst du halt dann ehrlich was dazu sagen. Finde ich, wenn derjenige was erzählt, dass man dann nicht in deren verdrehte Welt mit reinspielt, sondern dann sagt, ich sag dir echt, ich sehe das anders. Ich finde es total schlimm oder total ungerechtfertigt oder sonst was und es macht mir auch Sorgen, dass der so zu dir ist oder so, aber so selber zu kommen, zu sagen, also ich teile jetzt mal meine Meinung über eure Beziehung mit, funktioniert null. Also ja, aber ich würde von mir behaupten, dass ich schon eher sowas machen würde als du. Nehmen wir mal an, ich habe irgendwas mitbekommen oder irgendwie sowas, dann würde ich schon was sagen. Weil generell denke ich mir immer so, lieber sage ich zu viel, als dass ich dann am Ende bereut, nichts gesagt zu haben. So. Aber ich finde, das kommt jetzt auf die Sache drauf an. Ja, es kommt auf die Sache drauf. Weil wenn es jetzt wirklich... Aber ich würde jetzt nicht einfach zu dir gehen und sagen, also ich glaube, dein Freund tut dir nicht gut. So. Weißt du? Ja, ich finde, das ist voll schwierig, so allgemein zu sagen, das kommt mir voll auf die Sache drauf an. Ja. Aber generell, wenn irgendwas wäre, finde ich, bei einer schon innigen Freundschaft wie bei uns, würde ich schon sagen, dass wenn jemand von uns sowas auf dem Herzen hätte, dass man das dann schon ausspricht. Weil ab einem gewissen Punkt bei meinem Ex hast du auch gesagt, es reicht. Gut, aber da habe ich nicht gesagt, der tut dir nicht gut, sondern das war, du hast was erzählt und ich habe meine Meinung dazu abgegeben. Und habe gesagt, macht das noch so Sinn? Ja, okay. Das ist ja was anderes. Das ist ja nicht, du bist überzeugt von was oder tust so, als fändest du das gut und ich gebe meinen Senf dazu ab. Das finde ich irgendwie was anderes. Also wir schließen jetzt hier mal aus, dass irgendeiner, keine Ahnung, aggressiv ist und der eine wischt oder sonst was. Oh, okay. Sowas lassen wir jetzt mal raus. Ja, okay. Wegen nicht gut tun, weißt du, das ist ja ein Spektrum. Ja. Wenn es jetzt nur so ein ist, es wird irgendwie komisch und unangenehm wegen dem, der verbietet, Entschuldigung, vielleicht Sachen oder so, das ist was anderes. Mhm. Nee, ich finde, man sollte da nicht, man soll da nichts zu sagen. Bevor es ausartet, muss man schon was dazu sagen, aber ich finde, es geht da um den Moment. Und ich würde auch nicht sagen, ich finde, dein Freund tut dir nicht gut, sondern ich würde das auf mich beziehen. Also wenn es jetzt bei dir so wäre, dann würde ich sagen... Ich würde an deiner Stelle. Nee, auch nicht. Ich? Nee, empfinde? Ich würde sagen, genau, ich fühle mich total unwohl oder so. Ich habe das Gefühl, weil wenn
ist es ja wahrscheinlich was, was euer Leben beeinflusst. Also, weil ich habe das Gefühl, wir können das und das nicht mehr machen oder wir können da und da nicht mehr drüber reden, weil das immer so und so ist. Mhm. Und ich frage mich, warum das so ist. Du kannst mir noch alles sagen. Oder irgendwie so, würde ich sagen. Und nicht sagen, ich finde, der tut dir nicht gut, weil das sorgt 0,0 dafür, dass derjenige Bock hat, dir zuzuhören. Ja. Meistens ist es auch so, nachdem man jemanden so, sag ich mal, attackiert hat mit sowas, dann wird die Person auch so einfach nicht mehr wieder zurückkommen und mit dir über irgendwelche Probleme sprechen. Ja, und die Person weiß es höchstwahrscheinlich auch schon. Ja. Also in den seltensten Fällen wissen die Leute gar nicht, was abgeht. Ja. Und die wollen sich ja nicht selber eingestehen, deswegen sind sie ja noch in der Situation. Und wenn du dann so konfrontativ was dazu sagst, dann wird die Person ja jetzt nicht auf einmal dann... Ja. Schmeckt übrigens sehr geil. Ja? Mhm. Ich muss gleich mal probieren. Das passende Thema. Würdet ihr Menschen eine zweite Chance geben? Ja. Habe ich schon. Okay, komm, jetzt auch noch was du beziehst, okay? Hä? Wo habe ich keine zweite Chance gegeben? Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass du ganz definitiv auf diese Frage mit Nein antwortest. Mhm, okay. Da muss man auch wieder differenzieren. Guck mal, ich habe ein bisschen Angst. Was ist hier passiert? Hä? Oh nee, ist nur Wasser. Okay, okay, ich dachte auch gerade. Also. Wie genau? Oh mein Gott, leck's ab. Wie genau soll ich das essen? Ja, sorry. Also eigentlich glaube ich schon, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Mhm. Aber ob ich jedem die zweite Chance geben würde, ist eine andere Sache. Ja, gut. Mhm. So. In der Vergangenheit habe ich schon zweite Chancen gegeben. Gib mal kurz deinen Löffel. Ja. Aber. Ich halte es. Nee, ist echt gut. Okay. Aber ich bin so. Ich will mich gar nicht da drin noch bestärken, jedes Mal, wenn ich sage, ich bin so nachtragend. Aber ich vergebe zwar, aber ich vergesse nicht. Und mir fällt es schwer, dann wieder so zu sein wie früher. Ich würde dem nicht so 100% zustimmen, dass du vergibst. Echt? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Okay, ja. Also ich glaube, mit meinem jetzigen Mindset, wenn einer meiner Freunde, keine Ahnung, oder mein Freund mich so mega betrayen würde, dann würde ich das nicht verzeihen. Ja. So. Aber früher habe ich das verziehen. Aber generell, weil ich... Kein Ding. Brauchst du eine Serviette? Wenn du noch eine hast, nehme ich eine. Generell, früher war das aber anders. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ach, ich weiß es nicht. Du? Du schon. Ja. Ja, ich würde schon sagen, dass du jemand bist, der eine zweite Chance hat. Ja, 100%. Gibt. Ja. Und selbst wenn ich mir jetzt sagen würde, ich würde es nicht nochmal machen, würde ich es wahrscheinlich trotzdem nochmal machen. Hm. Aber ich muss auch sagen, dass mir das auch gar nicht so gegen den Strich geht, eine zweite Chance zu geben. Bei mir ist die Angst, dass jemand dasselbe nochmal tun würde. Ja, okay, aber ich glaube, die Angst hat jeder. Aber ich glaube, du hast grundsätzlich im Leben mehr Angst vor sowas. Ja, Trauma. Ja. Aber du hast mehr Angst vor sowas als ich. Ja. Ich habe da irgendwie nicht so Angst aber vor. Liegt es nicht auch daran, dass du eigentlich mit sowas nie konfrontiert wurdest? Oder? Weil du ja auch nicht so jemand bist, der so viel Streit hatte. Ja gut, aber oder? Das kommt jetzt halt drauf an, worauf du es beziehst. Freundschaft? Ach so, wir reden über Freundschaft. Okay. Du redest über Beziehung? Ich rede einfach über generell. Mhm. Ja. Würde ich sagen, dass auch in Beziehungen, wo ich das erlebt habe, würde ich trotzdem sagen, dass ich nicht... Natürlich hat man Angst, dass sowas nochmal passiert, aber ich bin nicht, wie soll man das sagen, zu meiner Persönlichkeit gehört nicht, dass ich Angst habe, dass andere mir hinterrücks irgendwas antun. Das ist keine charakteristische Angst von mir. Mhm. Und deswegen glaube ich, ja, und ich vergebe schnell. Ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ja, ich nicht. Ich bin auch der Meinung, jeder macht mal Fehler. Und wenn man sich wirklich entschuldigt und das tief und ehrlich auch einsieht, dann finde ich, kann man einem auch vergeben in dem Sinne, dass man auch wieder sich näher kommt. Aber ich glaube für mich und nach dem allen, was ich erlebt habe, ist es für mich schwer, da wieder anzustoßen, wo man aufgehört hat. Ja. Und das ist für mich dann wieder was komplett Neues. Und in manchen Situationen ist es besser als früher und in manchen Situationen ist es nicht so gut, was jetzt Freundschaft oder Beziehung betrifft. Mhm. Und deswegen ist es, ja, so ein 50-50-Ding. Aber ich, mit meinem Mindset heute, denke ich mir so, meine Zeit ist zu kostbar, um mich nochmal aufzuhören. Nee, aber das, ich wollte eben schon sagen, weil das sind auch schon wieder rationale Gründe. Ja. Und das macht, ich finde, bei sowas macht es auch Sinn. Überlegen, ob man jemandem eine Chance, nochmal eine Chance gibt. Weißt du, dass man da schon rational drüber nachdenkt.
was ist die Situation, macht es Sinn, würde derjenige es anders machen und so, ja? Das waren die Umstände. Aber ich muss halt ja von mir sagen, dass ich dann rein emotionsgeleitet bin. Und weil ich nicht nachtragend bin, dass ich immer lieber eine zweite Chance geben würde. Also ich habe gar nichts in mir, was er irgendwie sagen würde, nee. Hm. Und es ist null rational begründet, null. Da müsste ich mich richtig zwingen, sowas rational durchzuziehen, weil das einem mir eigentlich so komplett widerstrebt. Wenn es soweit ist, ruf mich an. Wie schafft ihr es, so lange befreundet zu sein, oder hattet ihr auch mal Breaks? Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Also, ich hatte eine Phase, wo ich emotional von dir eine Break hatte. Ja? Also nicht, dass ich nicht mehr mit dir befreundet bin, ja. Aber das war die Zeit in Australien. Weil, das ist dieses Ding, manchmal ist man so blöd, dass man weiß, dass man blöd ist und dass man weiß, dass es manche Menschen gibt, die ehrlich zu dir sind, und dann willst du es aber nicht hören. Weißt du, was ich meine? Okay, ja. Und so eine Phase hatte ich damals. Und da habe ich extrem mit so einer anderen Freundin, mit der ich damals befreundet war, viel gemacht, weil wir das Thema da nie hatten. Weißt du? Und dass man, da hatte man nie dieses... Ja, also du wusstest halt vielleicht, wenn du mir was erzählst, dass ich es vielleicht doof finde. Ja. Und deswegen... Wolltest du dann logischerweise mit mir nicht drüber reden? Genau. Okay. Ja. Das war so die einzige Break. Aber nicht Break, dass wir uns dann nicht mehr gesehen haben. Nö. Nur dann hast du mit mir über sowas halt nicht geredet. Genau. Aber es ist das einzige Mal. Aber das wusste ich trotzdem. Ja, ich weiß. Das ist wie mit so einer Mutter und ihrer Tochter, wenn die Tochter sagt, ja, ich gehe jetzt raus und treffe mich mit Freunden, und dann hat sie bei ihrem Freund geschlafen. Aber deswegen glaube ich, wie gesagt, ich glaube, du bist bei sowas konfrontativer, wenn die Roles reversed wären. Weißt du? Ach so, dass ich dich drauf ansprechen würde? Ja. Ach so, ja, ich glaube schon auch. Ja, und ich kann das dann so ein bisschen aussitzen. Kann dann sagen, ja gut, dann willst du es mir halt nicht sagen. Hat schon ihre Gründe, dass sie mir nicht sagen will, auch wenn es offensichtlich ist. Ja, stimmt. Ich kann das dann aussitzen. Ich denke mir dann, die sagt es schon, wenn sie es sagen will. Warum soll ich jetzt sagen, ich weiß es, warum sagst du es mir nicht? Mich kitzelt es dann auf der Zunge. Ja, dich kitzelt es, mich kitzelt es gar nicht. Also ich sag dann vielleicht so, hä, warum sagt sie mir das nicht? Aber ich muss das nicht konfrontieren, weil ich mir denke, du hast deine Gründe. Und wenn du es mir sagen willst, sagst du mir schon. Oh, das ist so rational von dir. Nee, das ist nicht rational. Ich glaub, also so erwachsen. Ja. Also mir bringt es halt nichts, ich habe dann kein Bedürfnis. Warum soll ich dich dir da jetzt nerven? Ja. Nee, und ich glaube, ich verstehe es auch gut, weil ich auch manchmal dann es einfach nicht hören will. Also. Und ich finde auch nicht, dass man immer zu allem was sagen muss, sondern jeder hat halt so seine Phasen. Ja. Und ich will auch nicht, dass mir dann einer kommt und sagt, warum machst du das jetzt so? Denke ich mir so. Also, solange es nichts Schlimmes ist, wenn es jetzt was Schlimmes ist, dann ist was anderes. Aber also, wenn man einfach so Phasen hat, muss man doch nicht immer belehren. Also das Eis war bei mir ein bisschen zu hart geschmolzen. Das Eis ist mega lost gewesen. Also, das erste, boah, mega geil. Ja, der erste Dings, und dann ist alles geschmolzen und es gibt keine Soße mehr. Also Leute, geht zu McFlurry. Okay, haben wir jetzt auf die Frage geantwortet, wie habt ihr es geschafft, so lange befreundet zu sein? Ach so, nö. Eigentlich nicht, ne? Nee. Ich glaube, da gibt es keine Antwort drauf. Weil entweder man versteht sich so gut und beide geben sich immer Mühe oder nicht. Das ist halt eine dumme Antwort zu sagen, ja, es müssen sich beide immer abwechselnd Mühe geben. Aber es ist so. Ich glaube, weil Sophie und ich genau wissen, was wir voneinander nicht erwarten, aber was wir so schätzen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist eine Beziehung, die man pflegen muss. Und bei uns funktioniert es gut, dass wir das pflegen, würde ich sagen. Mal ganz confident. Mhm. Nee? Doch. Aber? Ich würde es anders sagen. Wie würdest du es sagen? Ich würde sagen, das ist erst mit der Zeit so gekommen. Ach so, ja. Weil ja, okay, das würde ich auch sagen, dass ich nicht so verstanden habe, was deine Ansprüche sind. Ansprüche klingt so doof, aber was so du dir vorstellst, was dir wichtig ist. Okay, und was stelle ich mir vor? Ja, also ich glaube, du hast schon höhere Erwartungen an Freundschaften als ich. Deutlich. Ja, das kann sein, ja. Und man kann mit dir nicht gut locker befreundet sein. It's all or nothing. Ja, deswegen. Ja. Deswegen musste das erst so deep werden, damit es richtig läuft. Weißt du? Und ich hatte, glaube ich, schon das Gefühl, als wir nicht so eng befreundet waren, dass ich viel nicht verstanden habe. Echt? Ja. Weil was? Du bist super schnell distanziert, wenn man nicht super viel Zeit verbringt. Also nicht jetzt mehr, aber weißt du, wenn man so mal Phasen hatte, sieht man sich öfter. Also ich habe das mit ganz vielen Freunden. Ich persönlich brauche das nicht so. Also nicht im Sinne von, ich brauche das nicht, dass wir uns oft sehen. Ja, ich verstehe schon. Generell in Freundschaften, ich kann auch super mit vielen Menschen ein bisschen entspannter befreundet sein. Oder das muss nicht direkt so super deep sein oder so regelmäßig sein. Ja, du hast vollkommen recht. Und du brauchst es mehr, dass es nicht nur deep ist, sondern dass es auch
regelmäßig ist. Ja, damit Routine. Routine. Damit du dich connected fühlst. Ich muss meine Liste abarbeiten. Und das merkt man bei dir krass. Also das hat man immer direkt gemerkt. Hm. Wenn mehr als 2 Wochen rum waren, dann warst du ganz, dann warst du anders. Dann warst du nicht petty, nicht so, um mir eins reinzuwürgen, sondern einfach du... Ich brauchte wieder Zeit, um warm zu werden. Du brauchst dann Zeit, um warm zu werden. Ja. Stimmt. Deswegen ist es jetzt so viel einfacher, weil man nicht mehr so, ich sag mal, so viele Freunde hat, sondern man hat so die eine, die 1,5, sag ich mal, und dann, oder die 1,3. Und dann ist es in einem Flow. Und früher, keine Ahnung, so mit 15, dann hatte man die aus dem Ort und die aus dem Ort und dann hat man immer wieder 4 Wochen gebraucht und so weiter. Aber findest du, ich verstehe dich? Weiß nicht. Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weiß ich es auch nicht genau. Ich bin mir nicht so sicher. Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, du erwartest viel von anderen, aber du tust auch sehr viel selber. Und deswegen sind wir da nicht in diese Richtung, auf meiner Seite, nicht angeeckt. Weil du ja von dir aus super viel tust. Aha. Mehr als ich erwarten würde von einer Freundschaft. Mhm. Weißt du? Und deswegen ist da gar kein Knackpunkt, wo man überlegen müsste, okay, vielleicht will die Sophie da mehr oder so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, aber was ist denn, was ist dir denn wichtig? Ich habe nicht so viele so benennbare Punkte. Ich muss jemanden mögen. Punkt 1. Punkt 2. Es geht wirklich nur darum, ob ich jemanden mag. Ja, und natürlich, ob derjenige auch nett zu mir ist und auch genauso viel Zeit investiert, da kannst du jetzt eine lange Liste schreiben. Hm. Aber wie gesagt, ich glaube, deine Ansprüche sind höher als meine. Und deswegen hast du die schon automatisch übertroffen. Weißt du, und da war kein Konfliktpunkt, wo ich hätte sagen müssen, guck mal, da müssen wir uns öfter sehen oder das müssen wir anders machen, damit ich mich wohlfühle in der Freundschaft. Hm, verstehe. Sondern weil ich auch schnell gut befreundet sein kann und aber auf einer lockereren Basis ist es automatisch, weißt du, haben wir automatisch darüber hinweggearbeitet. Mhm. Weil das Ding ist, ich verstehe mich ja manchmal selber nicht. Also in 90% der Fällen verstehe ich mich nicht selber und bin so, Sophie, wie denke ich das nochmal? Also ich glaube, du verstehst mich, aber ich glaube schon, dass ich es dir eher erklären muss, als du mir. Was du denkst oder wie? Ja. Aber weil ich auch alles nicht so schnell verstehe. Also bei mir muss man schnell viel erklären. Also nicht, dass ich behindert, also Entschuldigung, nicht, dass ich dumm bin. Nicht, dass ich dumm bin. Aber manchmal fällt es mir schwer, outside the box zu denken. Weißt du, weil es für mich so ein richtig oder falsch gibt. Und wenn jemand zum Beispiel nicht so denkt, so rational denkt wie ich, dann bin ich so, echt, man kann anders denken? Ja. Weißt du, man kann das anders empfinden? Ja, und weil ich halt so ein bisschen nicht so ganz klare Denkstrukturen habe, kann ich besser mich in andere reindenken manchmal. Oder schneller. Ja, schneller. Beschäftigt mich seit Chaos Vlog, sind die Bikinis rechtzeitig bei Sophie angekommen? Nein. I never saw them. Sei ja gone. Hart, ne? Hart, ne? Die Frau von dem Airbnb-Dings hat mir auch gesagt, die so DHL ist in Italien schlimm. Weil ich, Leute, ne? Ihr habt's ja gesehen, ich bin morgens extra aufgestanden, hab extra Express, Leute, ich bin hingelaufen, ja? Extra Express gezahlt und ich war schon so, das ist DHL, das wird schon, auch wenn es in Südtirol ist, das wird schon. Und ich habe diesen Zettel irgendwo hingetan, wo man das hätte tracken können. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich war so, ah, das wird schon. Ja. Vor allem, das hätte auch, wenn es was geworden wäre, Sinn gemacht, damit Nico weiß, wann es kommt. Ja, ich hab Nico geschrieben, ja, ist jetzt raus. Nein, aber das kann doch trotzdem so. Ja, ja, ich weiß. Und ich dachte, nein, das ist raus, wird morgen oder übermorgen ankommen. Und dann die Tage vergehen und ich war so... Am Freitag war ich dann so, ey, die müssen ja heute ankommen. Ja. Mir so, nee, scheinbar hast du keinen Express bezahlt. Ich war so, Bitch, doch. Ist echt auch. Der ist auch so eine richtige Georgie Bitch. Sorry. Und dann war ich so, doch. Und der so, nee, scheinbar nicht. Und ich war so, oh. Ja. Da könnt ihr euch treffen mit eurer Virgo Aries Energy, Alter. Ja. Der ist wirklich, manchmal seid ihr euch sehr ähnlich. Ja. Also seid euch nicht super ähnlich, aber in so manchen Sachen. Ja, aber weißt du, das ist witzig, wenn wir so einen Beziehungstalk haben. Nee. Lass es mal da reinschleusen. Wenn wir so einen Beziehungstalk haben, dann sagst du immer, ja, ich mach das aber ganz anders. Und dann machst du es so wie Berkay und dann mach ich irgendwas und dann mach ich so wie... Ja. Ja, und es ist nicht so, dass Caro der gleichen Meinung ist wie Nico und ich der gleichen Meinung wie Berkay. Einfach so die Art und Weise, wie man mit Sachen umgeht, würde ich sagen. Ich Berkay mehr und du Nico mehr. Aber es ist also manchmal denke ich mir so, this you?
Ja, nee, auf jeden Fall meinte die, dass es öfter so ist, dass irgendwo auf der Straße so Pakete rumliegen, weil die auch die Türen nicht richtig zumachen und so. Sie meinte, DHL ist der größte Schrott bei denen, da kann man nichts mit verschicken. Das kannst du Nico gerne nochmal mündlich mitteilen. Er war dabei, der hat nur versucht, dich zu ärgern. Oh! Also wer auch immer die Bikinis findet in Südtirol, have fun with it, ja? Da dachte ich einmal, komm, ich mach mal eine richtig süße Aktion. Aber vielleicht sammle ich noch einen ein vor Griechenland. Ich habe mir jetzt auch den weißen nach Hause bestellt, weil wir den ja nur einmal hatten. Und dann meinte mein Papa so, den gibt's gar nicht mehr in deiner Größe. Und ich war so, wow, amazing. Ja, das ist halt echt geil, die Sachen waren so krass schnell weg, dass ja. Wir haben einfach keine. Samples. Ich habe keinen Bikini, Leute, mit unserem Metall-Logo. Keinen einzigen. Keiner von uns hat auch nur einen Bikini, den ihr kaufen konntet. Ja, keinen. Wir hatten alle Samples, wo ein bisschen was noch dran verwuschelt ist und Flecken vom Shooting, ja. Und keine Metalldinger und die Größe teilweise haben wir nochmal geändert. Ja. Ja. It is what it is. Viel Spaß damit. Aber umso besser freue ich mich oder umso mehr freue ich mich, dass das Feedback so abnormal war. Ich weiß nicht, hast du Nachrichten gesehen? Mhm. Ich habe alles richtig, richtig, richtig geile richtig, Nachrichten. Ja. Oh. The better it is. Ja, Leute, ey, dieses... Also ich muss sagen, die Bikinis haben jetzt, glaube ich, von allem am meisten den Nerv geraubt. Mhm. Von allen Und ich würde sagen, das war aber von allem das Befriedigendste. Ja, würde ich auch sagen. Weil bei diesem Sampling-Prozess, ich finde das halt viel schwieriger, dass es nice sitzt, so dass man sagen würde, ich fühle mich da wohl. Mhm. Und ich würde zum Beispiel sagen, oh, das war so eine Geburt in Italien, Caro. Bikini zu kaufen. Und ich habe dann sogar noch einen gekauft und da gab es Calzedonia, ja? Ja. Dachte, okay, nice, da finde ich was, weißt du, was ich auch später nochmal anziehe. Muss jetzt nicht unnötig einen kaufen. Mhm. War alles scheiße. Die Zusammenfassung war, die einzigen Bikinis, die gut sind, sind die, die wir gemacht haben. Ja. Würde ist wirklich so. Haben wir absolut perfektioniert. Ja? Die Hosen sind nirgendwo so. Ja. In jeder Hose habe ich mich fett gefühlt und als würde vorne und hinten alles raushängen. Ja. Alles. Also wirklich, die saßen, ich weiß nicht, ob die Italiener speziell da drin stehen, die saßen so niedrig. Alter. Ja, was ist ja. Das ist, was mich auch so abgefuckt hat bei den meisten Bikinihosen. Ich meine, Bikinis haben wir jetzt nicht, du kannst das Rad nicht neu erfinden, ja? Ja. Aber die von unserem Adjustable Bikini, von dem Positano, die Hose, ne? Mit dem Drawstring an der Seite und dieser gescrunchte Style, den du auch so ein bisschen ausziehen kannst oder ein bisschen schmaler machen kannst. Die meisten Bikinihosen sind so knapp geschnitten, dass du legit deine Kutschi-Haare rauspoppen siehst, weil die so niedrig sind. Und deswegen war ich so, wenn wir den Style machen, wir machen den lang. Ja, wir machen den lang, dass vorne genug Platz ist und hinten auch genug Platz ist. Weil meistens ziehst du die dann nach vorne und dann hast du nur so ein Stück Stoff vor deiner Popo-Ritze. Dann hast du so einen richtigen G-String an. Ja, ne? Und es sieht, ja genau deswegen, ich bin very much. Aus. Und vor allem auch der High-Waisted. Ja. Jeder einzelne High-Waisted, den ich anziehe, sieht man aus wie eine schwangere Oma. Ja. Man sieht immer aus wie eine schwangere Oma. Ja. Das ist der einzige High-Waisted-Bikini, den ich mag. Ja, und der Ass looks. Und den gibt's auch noch. Und der ist recycelt. Ja, das darüber ist auch ein ganz prouder Moment. Auch unsere ganzen Plastiktütchen sind 100% recycelt. Da haben wir jetzt ehrlich gesagt das gar nicht so krass promoted. Aber to be honest, um jetzt mal real talk, haben wir dafür jetzt auch kein Feedback bekommen von denen, die es sich gekauft haben, dass sie gesagt haben, boah, voll. Nee, aber ich glaube, das ist sowas, was man eher so sieht und denkt, ach gut. Ja, und dann. Aber das war mir zum Beispiel auch wichtig, weil klar, wir sind jetzt noch nicht hier irgendeine ganz kranke Sustainable Brand, weil sowas ist wirklich schwer, sowas. Ja. Ne? Sustainable zu sein, durch und durch und solche Produkte und Kleinigkeiten wie Plastiktüten und sowas, ist teuer und schwer. Und dass wir so Kleinigkeiten jetzt in die Bikini-Kollektion eingebaut haben, macht mich schon sehr, sehr stolz, dass wir das hingekriegt haben. Und dass zum Beispiel auch der Olympia auch aus recyceltem Material ist. Ja, 83%. Ja. Freut euch aufs nächste Jahr. Wir haben schon ganz viele Pläne und sind schon dran. Ja, und auf die nächsten Monate. So, Leute, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn das der Fall war. Wenn wir sowas öfters machen sollen, let us know in the comments down below. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!